Meister Freunde und willkommen beim Max Herbstshop. Auch im Herbstshop, ich habe gerade gesagt, wir haben Herbst, haben wir ja nicht, wir haben Frühling. Aber wir haben Herbstwetter. Voll stürmig hier, voll kalt, voll ekelig. Und der Gurkenkönig kommt wieder zu nix. Man kennt ihn, aber was soll's. Heute ist Samstag. Heute habe ich mir vorgenommen, in mein aktuellsten Projekt weiterzukommen. Also mein persönlich wichtigsten Projekt. Ich will diesen LTE-Camper jetzt innenraumtechnisch voneinander haben. Das heißt, ich nehme mich heute wieder mit. Wir bauen heute eine Solaranlage da drauf. Wovon ich null Ahnung habe. Das kann sehr lustig werden, weil ich weiß, ich habe Solarplatten und Solarregler. Von diesem ganzen anderen Kram habe ich null Ahnung. Klingt das gut? Das klingt auch genau unseren Geschmack. Wisst ihr Bescheid? Aber davor wie immer aktueller Stand, was bei uns so abgeht im Laden mit Autohandel, weil ich komme momentan nicht dazu, jeden Tag ein Video zu drehen tatsächlich. Das ist echt eng, ne? Ich will auch alles so daily noch schaffen, damit ihr so ein bisschen Blick habt, weil ich bin momentan echt voll eingebunden. Also seid mir nicht böse, falls auch mal einen Tag kein Video kommen sollte oder was, dann bin ich wirklich hart eingebunden. Aber ich bemühe mich, euch trotzdem die weitere gurige Qualität zu liefern für immer. Aber viel Neues, sehr interessant für euch. Aber es geht auch voran, das ist auch schon mal ganz gut. Bis gleich. Fangen wir hier auf dem Hof an. Da hinten, Harry hat ein bisschen Scheiß mit seinen Turbolinos. Einer hat auf zwei Pötten keine Kompression. Ah, scheiße. Ah, immer irgendwas mit den Gurken, ne? Turan unverändert, da kommt heute der Kunde für. Der, den ich ihn angekauft habe, muss man ein bisschen drauf schnacken, weil zwei Massenschwungradgeräusche macht. Das hat es vorher nicht getan. Er hier geht morgen weg, übermorgen weg, im Video für euch. Wir fahren beim Roadtrip für den Wagen. Der Sierra geht nämlich nach Stade und dort tauschen wir den gegen zwei andere Autos, ne, und halt ein bisschen Aufwandsentschädigung. Also dieses Zeug, diese bunten Scheine kriegen wir da auch ein bisschen für. Also alles gut, ne? Alter, ist das windig hier. Furchtbar. Voll kalt. Aber das ist hier wenigstens weg und der kriegt einen guten Besitzer, wo ich genau weiß, dass der auch wirklich was kann. Der hier ist auch fertig. Ich will nochmal durchgucken für den TÜV, damit die Kundin, die Wagen früher gekauft hat, bei mir auch weiß, was Phase ist bei dem Ding. Aber Dach ist schön dicht geworden, hat alles so funktioniert, wie es sein sollte. Super geil. Hat Gordon geil hingekriegt. So, was noch? Rekord haben wir es abgedeckt. Der steht so wie immer da, weil der ist ein bisschen undichter und ich will ein paar Sachen von Innenraum noch haben. Und wer weiß, welche ich dazu komme, ehrlich, deswegen muss schon, ne, schon passen. Hier, Pontiac, bin ich mit gefahren heute. Motor macht irgendwelche Geräusche, so Klappergeräusche, voll komisch. Läuft wie immer, aber das ist, irgendwas ist damit. Ich muss den Tag mal auf die Bühne nehmen. Aber was heißt, wie es die Tage halt so ist, ne, da kommst du halt nicht so. Ja, Mittwoch TÜV, mit Termin sogar. Der ist verkauft. Das Thema habe ich noch nicht erzählt, glaube ich. Den Wagen hat tatsächlich original mein TÜV gekauft. Klingt komisch, ist aber so. Also ist der weg. Also Cherokee hat sich erledigt. Hat schon meine Kennzeichenhalter gekriegt. Darf ich vorstellen, das sind die neuen Max Peter Kennzeichenhalter. Die neue Variante. Die kommen auch bald in meinen Shop. Oder sind schon in meinem Shop. Nee, bald. Ist ja morgen. Video ist ja wirklich zeitaktuell. Also ihr habt keine Zeitblase. Das Video ist original von gestern, was ich heute euch zeige. So eng bin ich momentan in der Planung. Verrückt. Aber gut. Der Laden muss erstmal laufen, ne? Und der Ruhe muss erstmal rollen. Und wenn das alles rollt, dann können wir wieder ein bisschen gemütlicher machen. So, hier ist alles wie immer. Apel ist wie immer. Kübel würde ich auch gerne News zu erzählen, dass da eben was mehr ran passiert ist. Aber nein, aber ich habe Winnie gefragt, meinen Schwager, ob er die Elektrik machen kann. Der sagt, die Tage kommt dann mal rum und dann guckt er sich das mal an. Auch beim LT, beim LKW von mir. Beim Abschleppwagen. Also ist das Thema auch schon mal durch. So, jetzt kommen die größeren Neuigkeiten tatsächlich. Erstmal ein Auto, wo ich wieder mehr Herz als Verstand hatte, was eigentlich die Rettung gar nicht wert wäre, aber ich denke, dass wir es hinkriegen. Das ist dieser Golf 3 hier, habe ich mal gekauft, 290.000 gelaufen, ne, total gurkig geschweißt, sieht das, da haben sie irgendwie so ein Blech drauf gebraten. Blecharbeiten des Todes, also wirklich nicht schön gemacht, sind nicht von uns, ne, das war, so habe ich ihn gekauft. Auf jeden Fall ist der Zustand von dem Auto technisch super, er läuft gut, der ist auch in der Wartung alles, hat auch nichts gelaufen, bremst schön alles, aber halt blechmäßig eine totale Gurke, ne, ihr seht hier, guck mal. Hier, da, alles freigelegt, da, hier ist ein Loch, ne. Eigentlich ist ja gar nicht unsere Arbeit wert, ne. Aber alles, was wichtig ist, tragende Teile, Hinterachse, ist alles noch gut. Das heißt, wir können den rein theoretisch, den kriegen wir nochmal durch den TÜV, ne. Das heißt, das wird so ein Ding werden, was eigentlich nur so eine Rettung ist, für jemanden, der 2 Jahre lang ein Auto braucht. Und danach, denke ich mal, ist das blechmäßig gelaufen. Hier hat schon den, hier ist das schon gemacht, komplett. Ist halt ein bisschen. Er ist halt. Er ist ein bisschen, der ist schon ziemlich hart vergammelt. Hier vorne ist er auch schon gemacht. Da war er durch. Der ist eine totale, das ist einfach eine totale, wir braten die Kiste beim TÜV-Aktion. Aber so kann man auch mal ein Auto nach 2 Jahren fahren, was nichts gelaufen hat und irgendwie noch eine Chance hat, weiterzuleben. Weil ich hatte Mitleid mit dem Auto, habe ihn damals gesehen, der sieht scheiße aus. Der kriegt auch noch ein bisschen projektmäßig von uns auf YouTube, vielleicht noch mal irgendwas.
Ich gedacht, wir machen mal so ein Projekt, wir rollen wir mal ein Auto in der Art. Das war so die Idee. Das läuft schon. Ja, so ist die Idee. Also wir rollen den vielleicht noch Univ oder irgendwas und verkaufen den so. In Gurkig. Ja. Und Harry, bei dir was Neues, außer dass die Motoren scheiße sind? Ja, ich habe bei zwei Autos auf zwei Zylindern keine Kompression. Ich tippe auf Ventile. Ja, du tippst, muss ja eigentlich, ja. weil die Motoren neu gemacht sind. Deswegen. Ja. Das ist nur eine Einstellungssache, schätze ich. Ja. Wenn Hubi seine Kamera da mitbringt, dann Ja. wird das schon gehen. Er will jetzt die Ventildeckel auf. Er kann da mal reingucken, ja klar. Kann man da was Da kann sehen? man die ja einstellen. Ja. Rein Stimmt. mit Plättchen und so, da kann er ja mal gucken. Der Ja, kann ja ja. auch so andersrum gucken halt. Ach ja. Wäre mal interessant. Ja, hoffentlich laufen die Gurken da, ja. Das geht mir voll auf den Keks, hier nicht? Furchtbar. Immer laufen die Dinger nicht. Turbolino regelt. So, die größte Neuigkeit hier in der Halle ist übrigens diese hier. Zum Thema, hier passiert nichts, ne? Momentan passiert sehr, sehr viel, sogar zu viel, wenn ich ehrlich bin. Die Tür hier ist ausgebaut. Hier läuft so ein bisschen Schmatze runter. Aber hier, der ganze Bereich hier, kann man gerade nicht reinlaufen. Ihr seht das? Ist ausgelegt mit Ausgleichsmasse. Seht ihr das? Auch da hinten, das ist das Café. Das wird gerade komplett renoviert. Ne? Wir haben eine Baufirma gehabt und ne, es läuft über drei Ecken mit meinem Vermieter zum Glück. Und hier so, das ist eine Ausgleichsmasse, kommt jetzt hier rein, danach kommt neuer Boden hier rein, weil das alte Café hatte halt so ein Teppichfliesen-Kackboden, so richtig hässlich und scheiße. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war auch hygienisch, ne? So voll daneben. Und dann kommt ein Linoleum rein. Der gleiche, der in LT liegt. Da oben liegt doch irgendwo, da liegen Teppichfliesen noch. Seht ihr die? Da hinten. Da hinter diesem Schild. Da oben habe ich die hingepackt. Aus den Augen, aus dem Sinn, mit einem Gabelstapler. Schnell weg mit dem Scheiß. So, das ist ungefähr das. Ihr seht halt, Autohandel geht hart voran. Nur halt, ich bin momentan halt immer gezwungen, dass ich halt immer TÜV-Fahrten mache. Aufbewahrungsgeschichte mache ich ja auch und ich fahre ja auch, ich verkaufe die Dinger ja auch noch und kaufe die Dinger ein, ich hole die ja auch. Das heißt, ich bin sehr, sehr eingespannt zurzeit. In meinem eigenen Laden ist auch ganz gut so, ne? Das heißt, Gordon macht die Schraubergeschichten zurzeit, ist auch sehr gut. Und ich mache halt die anderen Geschichten dahinter. Ja, den ganzen restlichen Kram. Und so ergänzen wir uns auch ganz gut. Das läuft schon mal. Also Autohandel habe ich ja gesehen in den Kommentaren, kommt bei euch gut an. Bin ich auch richtig beruhigt drüber, weil momentan ist es halt unser Steckenpferd, ne? Ich habe euch ja erzählt, YouTube im Januar, die Einnahmen, die decken nicht mal ein bisschen. Die Einnahmen sind nur 60% eingebrochen. Das heißt, YouTube-mäßig ist momentan bei uns gar nichts. Das heißt, wir müssen halt auch hart arbeiten für unser Geld und nicht nur Videos drehen und unsere eigenen Autos machen. Am geilsten ist ja, wenn du deine eigenen Autos machst und damit noch Geld verdienen kannst. Das ist der absolute Traum. Aber es geht nicht immer. Deswegen müssen wir aktuell unseren Kram machen und dann denke ich mal später im Jahr oder halt jetzt so nebenbei, wenn die eigenen Projekte auch weitergehen. Aber die Leute, die sagen, oh, mach mir Trabi und so, tut mir leid, Jungs, momentan können wir das nicht machen. Wir müssen den für den Kübel ja auch fertig haben. Der soll ja auch als Mietwagen laufen bei mir. Ne? Ich weiß es selber. Aber ich habe leider nur zwei Arme. Und unter anderem ist dieser Arm noch geimpft heute. Das heißt, ich kann ihn eh nur halb hochheben. Deswegen ist der eh ziemlich in den Arsch. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's heute ans Camper-Projekt, weil mein Ziel ist, ein Fahrzeug zu bauen für meine Gurkenfirma. Das ist dieses Ding da. Und den habe ich ja nicht nur als Camper gedacht, sondern ich habe ihn auch gedacht, dass man daraus halt, ist ja Wohnmobil, hat er ja auch alles für, aber man kann ihn auch gleichzeitig als Transporter nutzen. Deswegen hat er ja auch diese Sperrholzmöbel reingekriegt, also diese Palettengeschichten und sowas, wo er sagt, Scheiße, musst du eine feste Kiste einbauen? Nein, muss ich nicht. Wie soll ich die Kiste denn dann rausnehmen, wenn ich die fest einbaue? Ich brauche ja Transportplatz. Da kann man Mofas reinschmeißen, alles. Das soll die neue Transportgurke werden von Speedshop. Und ich kann einige von euch verstehen, die mich nicht ganz verstehen, warum ich nicht diesen Wagen dafür genommen habe, weil der Cherokee wäre eigentlich perfekt gewesen als Zugmaschine für den Speedshop, aber der ist von innen mir zu klein. Weißt du, da geht ja nichts rein. Guck euch den Kofferraum an. Hier, da geht echt nicht viel rein in so ein Auto, ne? Und das sind Transporter schon praktischer, finde ich persönlich. Und Anna Walter muss noch Geld verdienen und das Auto macht gutes Geld, ne? Und wo da bei der Fische mit so einem Golf 3, da hätten, verdienen wir nicht viel Geld. Also muss sowas weg. Gut. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir hier bewegen mal unseren Arsch. Ich zeige mal eben meine Solarpanel aus dem Fanpaket. Ich denke nochmal, sonst hätte ich doch nie welche gekriegt. Ich habe separat noch einen Regler bestellt. Ich denke mal, ich werde erstmal eins verbauen. Hier ist ein 40 Watt oder 30 Watt Panel, dieses hier. Hier plus minus wird hier angeschlossen. Ist das ein Regler, der hier schon dran ist? Ach, macht keinen Scheiß, Alter. Nee, der macht 1000 Volt.
keine Ahnung was. Egal, auf jeden Fall habe ich mir jetzt sowas besorgt hier. So ein Solarcontroller. Und den kann man dazwischen setzen. Mit diesem Solarcontroller kann man diese ganzen Bums dann schalten, so wie ich es verstanden habe. Natürlich werde ich mir jetzt noch mal eben heimlich ein YouTube-Video angucken, ohne euch, damit es ein bisschen ist. Aber der Sinn ist halt dahinter, dass die Batterie von dem LT, die Campingbatterie hinten immer so ein bisschen mitgeladen wird. Und wenn man unterwegs ist, lädt dieses Ding das immer mit, was schon mal sehr cool ist. Ne? Wir können auch natürlich diese nehmen, aber ich habe keine Ahnung. Bei dieser fehlen hinten noch ein paar Kabel. Ach, kann auch die Kabel von drüben nehmen, von der da, ne? Ich glaube, das hat 40 Watt, dieses hier, oder? Das ist relativ kleine Panels hier. 40 Watt. Reicht aber erstmal. Guck mal, die machen 21,8 Volt. Wir brauchen aber nicht so viel. Wir brauchen nur hier 12 oder 13,8 Volt maximal Ladestrom. Das heißt, ich denke mal, das ist ganz cool. Müsste so eigentlich gehen. Also ich bin eigentlich relativ überzeugt davon, dass ich das Ding relativ cool auf den LT spaxen kann, obendrauf. Die Schrauben sind ja eigentlich lang genug. Die müssen doch eigentlich fast durchgehen, ne? Und wenn nicht, nehmen wir ein bisschen Sika und kleben das da einfach drauf und scheißen auf alles. Fliegt schon nicht weg. Ist ja kein Tatwind drin. Das ist übrigens der billigste Solar-Charger-Dingsbums aus eBay. Daran sieht man, dass die Kante schon abgebrochen ist hier. Läuft. Auf jeden Fall kann das Ding bis, ihr seht hier, wie viel Watt haben wir hier? Das Ding kann bis 130 Watt. Und beide Dinger, die wir zusammen haben, wenn wir so zwei anschließen würden, 30 und 40 sind 70. Das heißt, das kann das Ding locker, ne? Also, weißt ja, China Solar ist ja ein bisschen anderes Solar als unser normales Solar, wie wir das so kennen. Deswegen ein bisschen Sorge. Aber guck mal, ganz geil gemacht. Ihr seht hier, Solar plus minus Platte. Dann seht ihr hier plus minus Batterie und plus minus, ich habe keine Ahnung. Das kriegen wir doch voll hin. Auch lustig, ne? Hier in der zweiten Werkstatt sind so gut wie nur Kreuzschraubenzieher und drüben sind nur so gut wie nur Schlitzschraubenzieher. Das ist auch ein Gurkenkram. So, ich muss mal kurz gucken. Ich habe hier diese Anschlüsse, hier sind sogar Anschlusskabel dran, so richtig fette, seht ihr die? Diese hier. So fett sind die eigentlich auch nicht von selber. Das sind auch nur so normale Querschnittskabel, ne? Aber die gehören da halt zu. Und ich will mal kurz gucken, ob ich vielleicht, wenn ich jetzt diesen Deckel aufmache, dafür ein eigenes Kabel nehmen kann, weil ich habe nämlich kein Originalkabel für die Scheiße. Och, guck mal! Ja, wunderbar! Schönes Ding! Einfach hier, Kabel ran, verschrauben, fertig. So habe ich mir das vorgestellt. Richtig schön einfach. Das heißt, ich lege jetzt mal Kabel hier raus. So zack, zack, zack. Wir gehen hier unten dann raus. Können wir auch schön zuschmieren mit Sika. Und dann läuft das. Ich weiß nicht, welchen Kabeldurchschnitt wir brauchen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel ist. Ne? Deswegen dachte ich, so ein 230 Volt Kabel nehmen wir da einfach für und tun nur, dass da einfach durch und gut ist. Alter, das ist, Alter, geht Fahrradstrom durch. Das ist nur so ein bisschen so 40 Watt, um dieses Ding so ein bisschen zu unterstützen, die Batterie, dass sie sich nicht leer zieht. Ich glaube, das ist einfach der einzige Grund. Ich glaube, viel Ladestrom ist das nicht. Aber wenn das funktioniert, das System, ne? Rein theoretisch können wir mal diese Vorbereitung, die wir haben, dafür nutzen, dass wir vielleicht das ein bisschen upgraden mit einer größeren Platte dran. Das wäre auch so eine Idee. Mal eben meine Frage an euch. Ihr kennt euch ja damit aus. Ich habe jetzt hier die beiden Panels. Das ist ein Plus-Minus. Das ist ganz einfach. Sieht man hier auch drauf. Plus-Minus. Klick, klack. Ne? Und die gehen als Plus-Minus wiederum in diesen Regler rein. Das ist ganz, ganz einfach gelöst. Aber meine Frage an euch. Ich habe ja nur einen Eingang für eine Solarplatte in diesen Charger-Controller Klaus Dingsbums. Das heißt, ich kann da nur eine Solarplatte anschließen. Oder kann ich die beiden zusammenschalten, hier in Reihe oder parallel schalten, wahrscheinlich eher parallel schalten, und dann in dieses Ding reinlaufen lassen, beide. Weil ich habe nämlich gesehen, dass der Output von beiden so ein bisschen, erstmal ist das ein 30 Watt, das ist 40 Watt, und diese hier die Voltage ist ein bisschen anders. Ich kann mir vorstellen, dass es eventuell dann Probleme gibt damit. Das müsst ihr mir mal eben erzählen. Ich kann auf jeden Fall sagen, die Dinger sind nicht schlecht, also diese kleinen 40-Watt-Dinger. Aber ich habe mal so eine Yacht damals wieder belebt, das schon ein paar Jahre her, gab es auch ein Video von. Und diese Yacht, die hat noch gute Batterien gehabt, weil da so ein Panel drin war. Also ganz cool eigentlich. Ich denke, dass es funktionieren wird. Ja, aber wo bauen wir so ein LT noch an? Ist vielleicht ein fettes Loch bohren. Dafür wäre scheiße. Das arme Ding, ich bohre noch in diesem Ding da so rum wie ein Blöder. Ach, hier ist eine Gebrauchsanweisung, Boy. Braucht man sowas? Die ist besser. Die nehmen wir. Ungefähr so lesen wir die auch. Ich sehe nachher schon das Ding abfackeln, komplett. Und hier ist Solareingang, Batterie. Und was ist das? V-Glühbirne. Was heißt V-Glühbirne? Glühbirne mit W. Glühbirnenwatt. Wieso V? Oder ne, wo hast du denn V her? Nee, Watt. Oder kann man der Glühbirne anschließen, dass sie direkt retten, dass das nur Licht macht? Das, nee, das ist da hier drin? Ja, das ist der Glühdraht. Ja, stimmt, kann auch sein. Ja, ja. Da, guck mal, da gehen noch zwei so Dinger hoch. Ja. Das ist der Draht. Aber was macht das denn? Das ist nur angedeutet. Was macht das Ding denn? Steht hier irgendwas drauf?
Hier steht nicht drauf, was das macht, oder? Nee, steht nicht drauf. Ist es ein Zeichen, was jeder versteht und wir einfach nicht. Wir sind wieder so doof dafür. Charge Icon, bla, Load Icon, bla, bla. Ist mir scheißegal, ich klemm's einfach an, fertig. Icon. Für die ordnungsgemäße Abdichtung wird natürlich immer gesorgt. Das ist jetzt ja. Es geht, ne? Ja. Schmiere schön ordentlich dicht, das Ding. Weil Wasser da drin ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Auch diese Panels gehen auch mit Wasser, ne? Da ist auch Wasser drin, glaube ich. Ja, schmoller ein bisschen zu, das Ding, und gut ist halt. Und dann kann da auch nichts reinkommen. Ich guck mal, wo ich den schon mal in den LT verbaue. So ungefähr. Ich kann mir schon einen Platz vorstellen, ich will es relativ weit oben anbringen und eine Ecke von der Batterie. Weil das auch nur die zweite Batterie nur aufladen. Wenn das eine Justin wieder einen Mofa schrauben, der rennt hier auch rum. Hat sich ein Schutzblech an seinem Moped rangetüdelt. Übrigens nochmal danke an den. Ah nee, das war ja, glaube ich, ein eBay-Kleinanzeigen-Kauf. Das kommt gar nicht aus der Community. Aber er hat schon mal ein Schutzblech. Wir müssen das Mofa ja mal so haben. Er hat das Mofa-Lappen. Jetzt sind wir eigentlich alt genug zum Fahren. Das heißt, das Mofa wird verkehrssicher gemacht werden. Und ein verkehrssicheres Mofa muss in Deutschland laut StVZO ein Schutzblech haben. Also kriegt er eins. So, wir die ganzen geilen Lampen hier anmachen. Zacki. Zacki, kacki, klacki. Da. Ja, da, so. Ich hab gedacht, dass wir dieses Panel-Ding hier so hinhängen. Irgendwo hier, vielleicht über die Standheizung, dass man so weiß, überwachen kann. Das geht da zur Batterie runter und hier ist ja eh so eine mega fette Stromkurve. Oder am Schrank rein vielleicht. Da gehe ich auch hinten ran und leg das hier in diesen Schrank. Kann auch eine, ist auch eine Idee. Jetzt mal gucken, wo wir so ein Dach anbauen. Dach habe ich gedacht, hier so ungefähr, überweg. Auf dieser flachen Stelle, weil eigentlich dieses komische Gitter wäre normalerweise. Oh, wieder Löcher in das Ding reinbohren. Oh Mann, das schöne Auto. Und was sagst du, Schutzbereich? Passt, wa? Ja. Sieht echt nicht schlecht aus. Ja, ist doch egal. Dann schleifst du den Chrom runter und machst das auch schwarz. Ja. Mach halt nicht, das blättert wieder ab. Muss echt runterschleifen dann, ne? Nämlich auch nicht, ich finde es auch nicht schlimm. Das Ding ist doch eh zusammengebastelt, das geht nicht mehr. Scheiß was drauf. Aber dafür läuft die jetzt gut. Jetzt ist schon legaler. Reifenmesser von Hickmann neu gekriegt, ne? Hat der raufgezogen? Hinten geht aber noch, hinten ist nicht porös, geht auch Luft. Wird doch geiler, Licht hast du ja auch an dem Ding. Ja, Fahrradklingel hast du auch vom Bündnis 19, die Grünen, was soll passieren hier? Kennzeichen halt. Ja, willst mehr, ist doch geil. Hast du auch? Da wird doch mal tüffiger, das Ding. Also tüffig spezial halt, aber auch spezial tüffig. Wenn du ganz, ganz klugschisser bist, dann haben wir noch einen zweiten Spiegel dran. Aber ich glaube, einer ist für Moped noch zugelassen. Ich bin nicht ganz sicher. Aber haben wir sicher gleich in den Kommentaren stehen. Den zweiten wollte ich auch versuchen, aber dann gibt es zu viel Links. Auch die Züge sind noch die Originalen. Sind die ersten Züge noch drin, ne? Der hier ist auch wichtig wegen der Kompression. Und der hier ist ein bisschen locker und das ist schock. Ein bisschen nervig. Aber gut, die läuft ja relativ gut an. Hauptsache, die läuft an. Das ist alles außer egal. Hier mit einer geilen Leiter. Ich habe die mal aus dem Schrottcontainer rausgezimmert. Das ist natürlich auch der absolute Schrottleiter. Wir haben die Bremse angezogen. Oh, hier war schon mal ein Panel drauf, glaube ich. Also hier ist alles Gesickerflex hier oben. Das könnte dann ich gewesen sein. Hier, da, dieser Träger ist abgebaut, wurde zu Sickerflext. Aber ich glaube, ich kann den ja mit dem Bohrer durchnudeln und das Kabel hier durchverlegen. Ist relativ einfach. Verkleben wir das Panel oben? Kleben oder schrauben wir das fest? Ich glaube, die Schrauben, die gewinnen nicht lange noch, die da dran sind. Die Gewindelänge reicht nicht. Ja, ich weiß auch nicht. So geil ist es auch nicht, ne? Aber wir haben auch diese komischen Dinger hier noch. Vielleicht kann ich die ja irgendwie missbrauchen dafür. Diese komischen Halterungen. Wir sind so Halterungen, die auch festgeklebt sind eigentlich. Aber mal gucken. Hast du mal das Ding für mich? Das Panel? Gucken wir mal. Weil wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Ladestrom, wäre ganz gut. Da ist die Batterie immer so ein bisschen am Arbeiten. Weißt du, das ist für die ganz gut, für die Batterie. Dann geht ja auch nicht in den Arsch. Moin, Hingmann! Moin! Alles gut bei dir? Hallo! Ich hab dich immer im Blick, ich kann alles sehen hier. Hier ist alles gut. Der Faulpelz. Der Faulpelz. Zwei Tage nicht da, ja. Oh, ungewöhnlich für ihn, ne? So, gucken wir mal. Gordon, wir können es verbauen, das geht. Ich baue hier einfach Löcher rein, zwei Stück, und dann kann ich sie verschrauben an diesem komischen Kackding. Dann habe ich schon mal zwei Schrauben, die es festhalten. Alter, ich bin fast runtergeflogen. Habe mich gerade noch mit diesem festgeklebten Scheißding hier festgehalten. So, Freunde, ich bin jetzt hier auf meinem Dach von meinem wunderschönen LT mit meiner geilen neuen Solarplatte. Ich bin hier
wirklich, wie soll ich sagen? Ich bin wirklich, ich finde das geil, das funktioniert. Seht ihr das? Sieht genau hier drauf, hier ist auch so eine Gummibeschichtung drauf von selber, dass irgendwie so ein Sicherflexkram zugeschmiert wurde, heißt, das vibriert auch nicht. Jetzt schraube ich das gerade an diesen Leisten fest. Da zwei, bohr hier wieder durch, mach da zwei ran und dann da nochmal eine. Und da hinten haben wir natürlich noch so einen Nullpunkt, der halt nichts gibt. Den machen wir hier mit ihm, mit Sika, einfach fest. Und fertig ist. Dann kann das ja nicht mehr vibrieren oder irgendwas. Ist auch schön fest dran festgemacht. Und die Sonne kommt aus egal welcher Richtung da drauf. Müsste super funktionieren. Also jetzt so, ne? Mal eben so auf Schnelle. Ich glaube auch, dass er mal so Lager gehabt hat. Das Gute daran ist, dass wir mit der zweiten Platte hinkriegen, was wir angesprochen hatten, da, was ich ja gefragt habe. Mit denselben Regler. Dann will ich ja zwei Platten verbauen. Die konnte ich ja da hinten noch verankern. Das heißt, die konnte ich auch verschrauben. Und dann hier mit dem Gegenstück. Es läuft. Das ist perfekt. Das ist ziemlich cool. Ihr seht da hinten das Dach, das Loch im Dach. Da läuft das rein. Das geht ins Klo ungefähr. Und vom Klo hinten geht es dann runter zur Batterie. Und über diesen Regler halt. Ne? Ich hänge den Regler, das ist beim Klo an der Wand, hatte ich überlegt. Das ist ein ganz guter Platz, glaube ich. Jetzt bauen wir mal eben zwei Löcher rein. Zwei Schrauben nochmal hier halten. Nochmal eine da. Und dann ist das Ding fest. Dann wird die auch niemals irgendwo hinfliegen und für immer da drauf bleiben. Geil. Ich schwöre euch, hier waren vorher auch Solarplatten und genauso verschraubt. Und ich schwöre euch auch, dass hier die letzte Ecke war, die sie verklebt haben, weil das nämlich dann am Wackeln war. Genau wie ich hier. Guck mal, hab hier auf den Sicherheitsdings noch gepackt, so einen großen. Fertig. Hier ist verschraubt, da ist verschraubt, da ist verschraubt. Und hier ist das Kabel, was in den Wagen reingeht, habe ich großflächig verschmiert. Das müsste eigentlich funktionieren. Also das ist, glaube ich, jetzt der geilste Fusch, der mir Schokolade gibt. Jetzt gehen wir nach unten und verlegen diese ganze Regler-Scheiße. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter als das hier. So, hier ist das Kabel. Das kommt hier rein. Hier runter kommt das. Das kommt jetzt schön hier irgendwo hinten lang verlegen. Wo verlegen wir es denn lang überhaupt? Scheiße, ich kann es ja eigentlich rein theoretisch hier durchbohren. Und dann geht das hier in diesen Schrank. Ja, hier in den Schrank. Und den Controller können wir auch hier drin verstecken rein theoretisch. Dann Kabel unten raus zur Batterie. Controller muss man nicht anzeigen, muss man nicht immer sehen. Der kann ja auch, was weiß ich, wo versteckt sein. Darf ich vorstellen? Mein Solarklaus. Der geht jetzt von da, von draußen, da runter, geht hier rein. Ich lege nochmal mit diesen Nagelschellen an der Wand, ne? Und dann geht das hier ran, der geht da hier rein, Solarklaus. Dann geht der an die Batterie ran. Was der da macht, weiß ich jetzt nicht. Aber das will ich noch erfahren. Ich denke mal, ich werde nachher nochmal die Anleitung lesen, wenn ich ein bisschen mein Chinesisch aufgebessert habe. So. Kabel geht da runter und geht dann hier irgendwo zur Batterie. Und ich muss mit der Batterie dann wiederum so ein Klemmklaus bauen, dass ich dann halt mal schauen kann, wie ich das hier daran mache. Sieht halt ein bisschen abenteuerlich auf, aber vielleicht ist das noch richtig. Das ist nur so ein Beta-Aufbau, ne? So ein Anfangsaufbau. Aber es hat alles funktioniert. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Scheiße tatsächlich. So, er ist verbunden mit der Batterie. Er zeigt an 12,1 Volt. Batterie halb voll. So wie er sich das sagt. Die Frage ist jetzt nur, wie können wir testen, ob er da einen tüdelt, weißt du? Ob er Bock hat. Das hier ist irgendwie für diese Lampe. Da können wir unsere Lampe zuschalten. Der hier. Das hat gar nichts damit zu tun, so richtig. Das ist alles fest. 14,4. Das ist das, was er haben sollte, wahrscheinlich. So kontrolliert das. Das passt ja auch, ist okay. Und 12,1 hat er jetzt. Na gut, wir haben ja auch kein Licht da oben. Kann man dann hier Lampe oben drauf packen und das zu testen, ob das wirklich lädt? Dann würde mal interessieren, ob da irgendwas kommt. Übrigens, hier hat mich da damals gewarnt mit meinem CO-Klaus. Hier, das ist mein CO-Warner übrigens, ne? Hier ist Testlauf. Ah, ekelhaft. Aber haben wir auch drin. Ekelhaft, das Ding, voll hardcore laut. Wie kann man jetzt die Solaranlage testen, ob die funktioniert? Wir haben ja keine Sonne. Ja, Pflicht, ne? Sag mal, Gordon, hast du schon mal Solaranlage trocken getestet? Wie testet man sowas trocken? Trocken? Ja, jetzt einfach so hier mit hier Strom, weißt du? Also jetzt so testen, ob die überhaupt lädt. Brauchen wir ja Sonne für? Wir haben ja keine Sonne hier drin. Und draußen haben wir auch keine Sonne. Meinst du, dass der was macht? 12,1 zeigt das Ding an von der Batterie. Mehr nicht. Naja, ist natürlich hier nicht gerade voll. Ja, es ist halt schon ziemlich beschissenes Licht hier. Ist ne? Dunkel. Ne? Das ist die Frage aller Fahrer, ob das funktioniert. Darüber ist es noch dunkler wie jetzt hier. Ja, oben. Ja. Da kommt kaum was hin. Scheiße. Ja. Na, oder dieses Glühbirnen-Ding. Und was noch dazu kommt, du kannst dieses Licht
gar nicht vergleichen mit draußen. Nein. Ist, weil da fehlen die UV-Strahlen. Keine Chance, das stimmt. Das reagiert ja auf diese UV-Scheiße. Also müssen wir warten, bis wir das Ding mal draußen stehen haben. Wahrscheinlich ja. Oder bis sie das Dach machen. Scheiße. Naja, egal, es funktioniert ja irgendwie. Glaube ich, hoffe ich wenigstens. Wenn also es leuchtet was und ich kann da einen Knopf drauf drücken. Besser ist gar nichts. Wenn da 12,1, dann ist ja wenig. Ja, das ist die Batteriespannung, ne? Von der Batterie selber. Ja, ist das nicht das, was oben... Hier, guck, 12,1 Volt, halb voll ist die Batterie jetzt. Auch der absolute Stromwert. Ich bin auch absolut ahnungslos. Rein theoretisch ist das dieses System. Und das ist mit der Batterie unten gekoppelt. Da müsst ihr jetzt ja eigentlich, wenn dann Licht kommt, laden. Richtig Ahnung habe ich davon aber auch nicht. Normalerweise müsste jetzt die Batterie voll werden. Logisch. Ja, wenn Licht draußen ist. Das ist jetzt wieder drin nicht. Ja. Und der hat ja nur 40 Watt, das zieht ja eh so mega viel, ne? Aber das Ding lädt ungefähr das nach, was unser Fernseher verbraucht. Warum passt das jetzt? Ne? Aber andererseits haben wir diesen Umwandler, der wird eh ein bisschen mit Strom rumasen und sowas, glaube ich. Das ist schon der große, ne? Das ist ja. Der kleine noch. Ja? Der kleine noch von der Feuer drin, weil der China-Dings ist da drin aktuell. Das haben wir hier noch nicht eingebaut, bis wir den großen. Ja, der große hat auch zwei Steckdosen. Ne? Deswegen. Ja, weil bisher reicht der kleine ja aus. Je weniger Watt, desto besser, ne? Weiß ich auch nicht. Herrliche Ahnungslosigkeit. Aber dann verkabelt man eine Solaranlage. Da können wir eher bei so einem Mofa mitreden. Da kann ich noch ein bisschen hier aus dem Gurkenkästchen plaudern. Jetzt Mofa-Führerschein, ne? Das wäre was, ne? Jetzt alt genug. Oder alt genug? Ein Monat oder schon melde ich dich an. Ja. Das ist ja hier. Aber ist schon, das ist schon der ultimative Mofa-Shopper, ne? Das ist cool. Das ist echt cool, finde ich auch. Man hat schon was. Aber man erkennt auch gar nicht, dass das eine Mulette ist. Auch. Mulette erkennt man nicht, nein, überhaupt nicht. Das ist hier dran und am Motor. Ja, genau, und diesen komischen Riemen halt, ne? Ja. Also diese Mobilette, ich habe das gleiche Ding da hinten auch nochmal stehen. So sieht das Ding von Justin aus, Custom. Und meiner sieht halt so aus. Weil ich habe halt eine Voll-Custom. Ja? Mit Fahrradsattel, so sind die Dinger eigentlich aus. Weißt du? So original mit diesen hässlichen Lampen dran und so. Na, Hubi, alles gut? Am Verzweifeln, alles scheiße. Weiß er das mit der Zündfolge? Ja, ich habe schon umgesteckt bei dem hier. Und Ventile alle offen und alles. Oh. Alles scheiße. Silikon und Hermetik. Ach! Ja, alles locket. Alles? Ah, okay. Not good. Very, very, very special. But you can get it one. Yes, I repair this. Everywhere is. Oh, okay. Old parts, and, ne? And this engine is to repair. Yes? Okay. No compression? Two cylinders? One cylinder. Ach, zero compression. Zero. Zero, one head zero. Here from the vent teil or? I think it's this, yes. Here the same. Ah, okay. This is running. Not good, but it's shitty running. Three cylinder have a seven. Yeah? Yes? But one have a zero. Ah, and it's not good. Little six, yeah, and five. Not, it's bad. Okay, ist auch nicht so schneller, ne? Ja, auch nicht so viel. What? Ist das, ja, der Jens gemacht hat? Nee. Doch. Der. Ja, aber das kann er ja nicht testen. Wie soll er das testen, wenn er irgendwas jetzt hier. Ja. Ne? Aber er kommt ja gleich. Passt ja eigentlich wieder ganz gut. Der wird sich wieder richtig freuen. Der fährt bestimmt. Alter, ist voll Sturm hier. Bei uns geht gerade richtig die Welt unter. Ja, Jens war auch gerade noch da. Der hat wieder ein bisschen gejenst. Und hier beim Pontiac haben wir herausgefunden, warum da so ein Klappern ist. Wahrscheinlich die Schwungscheibe ist locker. Also haben wir beim Manta mal gehabt. Da muss ich den Teil mal beim Pontiac. Oh, ich will den nicht auf die Bühne nehmen, Alter. Ich will den nicht auf die Bühne nehmen. Den Pontiac. Ich will's aber nicht. Ich weiß, was da drin ist. Ich weiß, wie der von unten aussieht. Der war früher schon scheiße. Ich hab den früher sowas von über den TÜV geguckt. Der steht ja drin. Alter, ich hab den vor 1000 Jahren über den TÜV geguckt. Der steht doch mal drin. Ja, der kann nicht schlimmer sein. Tröste mich. Tröste mich, Alter. Tröste mich. Oh, ich will da gar nicht unter. All die ganzen Blätter hier drin, ne? Hier sind mehr Blätter drin als draußen. Ja, wir brauchen mal wieder einen Praktikanten.
Wir brauchen Praktikanten. Hallo? Wer will? Du? Du? Komm. Mit dem Mofa schnell weg auf Hinterrad. Bloß weg. Bloß weg. Der Praktikant. Oh, und der Tag endet, wie er begonnen hat. Mit einer teuren Rechnung. Kaki tanken. Alter, ist der leise, der Rem. Hört mal. Der hat einen 5,7er Hemi drin. Hört man gar nicht. Alter, bei meinem K30 würde es der Boden beben. Gib mal Gas, mein Freund. Oh, ist das windig, Alter. Ein richtiger Orkan heute. Da müssen wir durch. Ah, 30 Eier, mehr geben wir heute nicht. Komm, nee, mehr machen wir nicht. Dafür ist 1,67 zu teuer. So. Nö. Langweiliges Ding. Ja gut, dann können wir halt ohne Dodge Ram Standoff Video beenden, weil ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, sonst krieg ich Eier mit meiner Frau. Leute, hoffentlich hat euch mein Solarklaus gefallen. Es müsste funktionieren, wir werden sehen, wenn es in der Halle steht. Alter, der hat da nix. Alter, ist das Ding peinlich. Alter, im Leerlauf. Ich schwöre euch, im Leerlauf. Der fliegt um, wenn ich mit meinem Gas gebe. Das ist die Karre ein bisschen moderner als meine. Munter. Bis dann. Nicht eiern lassen. Ciao. Dum 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 d